Es tut mir so leid, aber eines ihrer Kinder hat kein Einhorn. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wie kann das nur passieren? Sie haben mein Kind ausgetauscht. Nein, wirklich, eines ist ohne Horn zur Welt gekommen. Das glaube ich nicht. Das Kind ohne Einhorn ist nicht unser Baby. Ja, aber wirklich, ich will, dass Sie das Baby wegwerfen. Nein. Herr Doktor, widersprechen Sie uns jetzt? Das passiert mit Leuten, die uns widersprechen. Nimm das, du Nicht-Einhorn. Oh, dieses Kind ohne Horn ist nicht unser Baby. Aber es ist Ihr Baby. Nein, ist es nicht. Ich will, dass Sie dieses Nicht-Einhorn töten. Haben Sie mich verstanden? Sie lassen mir keine andere Wahl. Ja, ich mache schon, was Sie wollen. Gut, hier ist das Messer. Ja, okay. Dieses arme Baby, nur weil es kein Einhorn hat. Oh, mein Herz ist gebrochen. Ich habe so Mitleid. Es ist mir übel geworden. Ja, mir auch. Wir beide haben Einhörner. Natürlich hat unser Kind auch ein Einhorn. Oh Gott, was für ein Tag. Oh, zum Glück haben wir ein Baby mit Einhorn. Du bist unser wahres Baby. Wir haben dich so lieb, mein Schatz. Und das andere Baby vergessen wir einfach. Es tut mir so leid, Baby, aber deine Eltern wollten, dass ich dich töte. Oh, ich schaffe es einfach nicht. Mama, Mama. Oh nein, du bist so süß. Was soll ich nur machen? Oh Gott, es ist niemand hier. Oh, ich bring's nichts übers Herz. Weißt du was? Ich werde dich... Ich schaffe es nicht. Es ist niemand da. Ich werde dich einfach aussetzen. Hoffentlich wirst du eine Familie finden, die dich lieben wird, so wie du bist. Auf Wiedersehen. Baby, halte durch und sei stark. Oh nein, sie ruft nach mir. Schwester, hört ihr das auch? Ich höre ein Baby weinen. Warte mal, was macht hier ein Messer? Oh nein. Das ist ja ein Baby, Schwester. Schau mal. Ja, wirklich. Was macht dieses Baby hier? Nein, bist du alleine? Ich glaube, die Eltern haben es ausgesetzt. Was sollen wir machen? Dieses arme Baby. Ich habe eine gute Idee. Wir gehen zu Oma und Opa Regenbogen. Die wollen das Baby sicher adoptieren, oder? Das ist eine gute Idee, Schwester. Komm, Baby, wir gehen zu Oma und Opa Regenbogen, deinen neuen Eltern. Oma, Opa, mach die Tür auf. Wir sind da. Schieß, das sind ja unsere süße Enkelkinder. Ja, mach die Tür auf. Kommt rein, Kinder. Oma, wir wollen euch was zeigen. Schau mal, wir haben dieses Baby gefunden. Könnt ihr es nicht adoptieren? Das ist doch ein Menschenbaby. So was haben wir nicht in unserem Haus. Mann, Oma, das war gemein. Nein, das stinkt. Wir sind Einhörner, keine Menschenkinder. Mit solchen Sachen darf man nicht abhängen. Aber, oh Mann, lass uns gehen. Sie wollen das Baby nicht adoptieren und sind gemein. Boah, haben Sie dieses hässliche Kind in der Mülltonne gefunden? Nein, eher in der Toilette. Oh, ich habe Gänsehaut. Ja, mir ist auch übel. Ekelhaft. Ich hätte nicht gedacht, dass Oma Starlight so reagieren würde. Ihr auch nicht? Nein, ich auch nicht. Das war echt gemein von denen. Aber vielleicht will Tante Starlight sie ja adoptieren. Ich hoffe es. Ding dong. Tante Starlight, wir sind da. Mach die Tür auf. Starlight, ich glaube, deine Nichten sind da. Starlight, mach auf. Warte, ich komme schon. Ah, sie sind's wirklich. Mach die Tür auf, mein Schatz. Okay, mach ich. Kommt rein, Kinder. Was bringt euch hier heute? Wir haben ein Geschenk für euch. Für uns? Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Schaut mal, wir haben ein Baby für euch zum Adoptieren. Ihr wolltet ja schon immer ein Baby, oder? Warte, lass mich mal schauen. Und das Baby ist so süß, Onkel. Warte mal, das ist doch ein Menschenbaby. Das hat nicht mal ein Einhorn. Oh, ich muss das beseitigen. Solchen Dreck haben wir nicht. Geht es euch gut, Kindern? Mann, wieso machst du das? Das ist ein Lebewesen. Nein, das ist ein Menschenkind, kein Einhorn. Oh, haltet euch von diesem Wesen fern, Kinder. Man ist halt gemein. So was macht man nicht mit Lebewesen, nur weil sie kein Einhorn hat. Das ist...
Das macht man einfach nicht. Komm, lass uns zu unserer Cousine Natalie gehen. Unsere Cousine Natalie Honigbaum ist so ein lieber Mensch. Und sie ist unsere letzte Chance, weil danach kennen wir niemand mehr. Natalie, komm raus. Was ist denn, Kinder? Ach, so süß, dass ihr mich besuchen kommt. Wir haben ein Geschenk für dich. Ja, sie ist so süß. Willst du sie nicht adoptieren? Schau mal, wir haben sie heute gefunden und sie war ganz alleine. Bitte, Natalie, bitte. Kinder, mir kommt gerade der Brechreiz. Wir müssen dieses Wesen, diesen Müll einfach beseitigen. Ich muss es schnell wegwerfen. Warte, Natalie ist doch nicht so. Sie ist doch ein netter Mensch immer. Aber wieso macht sie das, Natalie? Wegen dir bekomme ich sicher noch Corona. Natalie, wieso machst du das? Das ist ein Mensch. Ja, genau, weil es ein Mensch ist. Na, und nur weil es kein Einhorn hat, heißt es nicht, dass du es schlecht behandeln kannst. Das ist nicht nett. Wir sind alle enttäuscht von dir. Aber Kinder, wartet doch. Ich wollte euch doch nur beschützen. Oh, perfekt. Ich glaube, Mama und Papa sind noch nicht da. Oh nein, sie sind in der Küche. Was sollen wir machen? Komm durch das Fenster rein, okay? Wir machen dir die Tür auf. Okay, passt. Kinder, seid ihr wieder daheim? Oh ja, sie sind wieder daheim, Schatz. Lotti, beeil dich. Ja, mach ich schon. Aber wenn Mama fragt, wo ich bin, sage ich, bin bei der Tante noch, okay? Und ich habe Verspätung. Ja, machen wir. Jetzt geh. Ja, ich geh schon. Die Tür nicht vergessen. Ah, wo ist denn Lotti hin? Hallo, Kinder. Hattet ihr Spaß heute? Lotti ist noch bei der Natalie. Ja, genau. Ach so, okay, ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Was ist los, Kinder? Nichts, Mama. Was sollte los sein mit uns? Ah, nichts. Ich dachte nur, ich habe euch vermisst. Und Kinder, wir müssen mit euch reden. Ja, genau. Über was denn, Mama? Es gibt Gerüchte, dass ein Menschenbaby umher ist. Ja, und es sollte sehr gefährlich sein. Passt bitte gut auf, wenn ihr rausgeht. Habt ihr mich verstanden? Es könnte euch attackieren. Ein Menschenbaby? Wirklich? Ja, es ist sehr gefährlich. Es hat Reißzähne wie ein Tiger, hat man mir gesagt. Ein Menschenbaby? Ja, sie haben uns Einhörner ja damals gejagt. Menschen sind wirklich schlimm. Ja, echt schlimm, Papa. Was ist los, Kinder? Habt ihr schon gegessen? Nein, aber wir wollen ins Zimmer gehen. Ciao, Mama, Papa. Oh, ich hoffe, wir haben uns nicht so auffällig verhalten. Nein, ich glaube, das passt schon. Aber haben wir Lotti vergessen? Oh ja, stimmt, wir müssen ja die Tür aufmachen. Komm, Assi ist zum Glück noch nicht da. Lotti, komm schon, die Luft ist rein. Schauen wir mal. Ja, kletter auf den Ast. Ah, perfekt. Ich wusste gar nicht, dass sie so gut klettern kann. Ich auch nicht. Oh, Mann, das war so anstrengend. Ich dachte, ich fall gleich vom Baum. Oh, ich hab's gleich geschafft. Noch ein Bein. Oh, endlich geschafft. Was haben Mama und Papa gesagt? Ist alles gut gegangen? Ja, Papa und Mama haben uns alles abgekauft. Oh, das ist gut, aber ich fühle mich schlecht, weil lügen sollte man nicht. Ich weiß, ich fühle mich ja auch schlecht, dass ich sie angelogen habe, aber wir müssen dieses Menschenbaby beschützen. Ja, okay, da geben wir euch recht. Wir tun unser Bestes, um dich zu beschützen, du süßes Baby. Komm, lass uns in den Clubraum gehen. Okay, perfekt. Und du kommst hier hin, Baby. Joy, hast du eine Idee, was wir jetzt machen sollen? Das Baby braucht was zum Essen. Aber wo bekommen wir das her? Mia, hilf uns. Zum Glück habe ich meinen Zauberstab mit mir mit. Okay, warte, das Baby ist sicher grüner Moos. Ja, das Kinder lieben das doch. Wir haben das geliebt. Tada, perfekt. Schauen wir mal, ob das Baby das gerne isst. Und Baby, mach... Ah. Oh nein. Ich glaube, dem Baby schmeckt es nicht. Was sollen wir jetzt machen? Mia, kannst du was anderes herzaubern? Das Baby schaut irgendwie krank aus. Ja. Okay, probieren wir nochmal. Abracadabra. Perfekt. Schauen wir mal, ob das Baby Milch haben will. Komm, Baby. Ah, zum Glück, das ist schon viel besser. Das Baby genießt das ja richtig. Also, Baby, von nun an werden wir dich beschützen. Wir werden deine neuen Schwestern sein. Mein Name ist Lotti. Oh Mann, schade, dass du nicht reden kannst. Was passiert?
Oh nein, wo kommt dieses Licht her? Das ist doch starke Zaubermagie. Warte, kann das Baby zaubern? Nein, das kann nicht das Baby sein. Es ist ja zu jung dafür. Lotti, Lotti, nun kann ich mit dir reden, Schwesterherz. Sag mal, träume ich? Ich glaube, ich träume auch und ich träume auch. Nein, 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 ihr träumt nicht. Endlich sind wir alle vereint. Kinder. Oh nein, Mama kommt. Was sollen wir machen? Ich helfe euch. Badabum. Wir haben uns sicher nur eingebildet. Wir müssen das Baby verstecken. Es tut mir so leid, aber ich muss dich leider schnell hier in den Rucksack geben. Oh, der Schnuller auch noch. Oh nein, oh nein, oh nein. Was soll ich machen? Ja, hier, nimm den Schnuller, Baby. Und keinen Mucks darfst du machen. Hast du mich verstanden? Okay, und jetzt tun wir so, als ob nichts gewesen ist. Kinder, was macht ihr? Wollt ihr Eis haben? Nein, danke, Mama. Wirklich nicht. Es ist euer Lieblings... Und was ist das für eine Milch? Ich hatte Durst, Mama. Aber das ist doch für Babys. Ja, okay. Ich sag mal nichts dazu. Aber... Was stinkt hier so? Boah, hast du wieder Einhornmilch in deinem Rucksack ausgeschüttet? Ich muss die Rucksäcke waschen gehen. Oh, ist mir übel, Kinder. Oh nein, wir müssen unsere Schwester retten gehen. Was sollen wir machen? Oh nein, uns fällt schon was ein. Komm, wir müssen der Mama nachrennen. Okay, wir müssen unsere Schwester retten. Kommt schon, schneller. Mama, nein, du darfst die Rucksäcke nicht waschen. Wieso? Es stinkt aber so. Oh, warte mal, ganz viel Parfüm. Warte mal, was war das für ein Geräusch? Oh, das war ich, Mama. Ich habe gefurzt. Ich habe zu viel Einhornkonfetti vorher gegessen. Ich brauche den Rucksack. Ich habe Hausaufgabe noch nicht gemacht, Mama. Also, ich gehe jetzt. Ja, wir müssen gehen, Mama. Wir müssen Hausaufgabe machen. Ja, das ist wichtig, weißt du? Von wo kommt nur der Gestank? Und ihr habt nie gerne Hausaufgaben gemacht. Irgendwas ist fischig hier. Wir lieben Hausaufgabe, Mama. Ja, wirklich. Gib mir jetzt den Rucksack her. Ich will sehen, was du im Rucksack versteckst. Mama, nein! Das ist doch ein Menschenkind. Geh weg. Mama, du kannst das Baby einfach nicht werfen. Das tut man nicht. Ist kein Lebewesen, das ist ein Haustier. Aber Haustiere sind auch Lebewesen. Schatz, schau mal, wenn ich das Baby hier raufsetze, siehst du, es macht Kaka und Pipi wie ein Einhorn. Hast du das gesehen? Ich will, dass ihr es beseitigt, aber kannst du es nicht adoptieren, Mama? Sie ist unsere neue Schwester. Ja, wir haben sie schon so lieb. Keine Widerrede, ich gebe euch einen Tag Zeit, um dieses Wesen zu beseitigen. Ich kann nicht mal in dem gleichen Raum sein. Mir wird so übel. Aber passt auf beim Beseitigen. Es hat keinen Maulkorb an. Oh, das war knapp. Zum Glück ist Mama übel geworden und dann ist sie gegangen. Baby, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Gugu gaga. Mia, voll cool. Ich habe gesehen, dass du ihr vorhin sogar ein Babybett gezaubert hast. Sollen wir es ihr zeigen gehen? Was sagt ihr, Schwestern? Ja, gute Idee. Komm, wir zeigen ihr ihr neues Schlafzimmer. Lasst uns gehen. Einhornkraft. Whee! Und wir müssen ihr noch einen neuen Namen geben, weil wir können sie nicht immer Baby nennen. Gute Idee. Wie wär's mit Olivia? Ja, genau, weil sie hat ja auch grüne Haare gehabt, oder? Baby, gefällt dir der Name Olivia? Meine Schwester? Ich glaube, ihr gefällt es. Baby, ich liebe es. Ich liebe meinen neuen Namen. Olivia, so schön. Ja. Hab euch lieb. Würde ich auch, aber... Du kannst kein Mensch sein, nur Einhörner können zaubern und du bist so stark. Ja, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so stark ist wie du. Aber komisch, dass du kein Einhorn hast. Ich glaube nicht, meine Mama und Papa sind so stark. Ja, aber ist doch egal, ob sie ein Einhorn ist oder nicht. Wir gehen jetzt neue Kleidung für sie kaufen. Was sagt ihr dazu? Ja, gute Idee. Zauber schnell Geld. Geld? Was ist Geld? Kann man das essen? Nein, Geld sollte man nicht essen. Aber so schaut Geld aus. Wie meine Haarfarbe. Genau. Also wir gehen jetzt einkaufen, weil du brauchst Kleidung. Denn morgen gehen wir in den Kindergarten und dann werden wir dich mitnehmen. Aber kannst du dich in ein Baby verwandeln? Weil ohne Horn ist es zu auffällig. Okay, passt.
Wow, unsere Schwester ist einfach die Stärkste. Ihre Magie ist so stark. Also komm, lass uns shoppen gehen. Yay! So, leider muss ich dich in den Rucksack geben, Olivia, weil sonst bekommen wir Probleme von den anderen Einhörnern. Ich hoffe, du verstehst das. Und Leute, bitte vergesst niemals, Babys und Lebewesen, Hunde, Katzen, egal was, man darf sie niemals in einen Rucksack packen. Also komm, lass uns gehen. Oh nein, Mama und Papa kommen. Warte, ich verstecke den Rucksack. Ich stehe davor, ich auch. Wohin geht ihr, Kinderlein? Wir gehen shoppen, Papa. Ach, sehr schön, danke. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ein Kuss für dich. Also, ich muss gehen. Oh nein, eurer Mama geht es heute nicht gut. Sie muss den ganzen Tag kotzen. Ich muss mich um sie kümmern. Viel Spaß, Kinderlein. Theo, danke, Papa. Ja, ich hoffe, Mama geht es bald besser. Ich auch. Ich komme schon, Schatz. Boah, hatten wir wieder Glück. Also komm, jetzt steht uns nichts mehr im Wege. Ja, lass uns shoppen gehen. Hehe, let's go. Sheesh. Ich glaube, wir haben ein Problem. Habt ihr etwa vergessen, dass jedes Einhornbaby diese Kleidung nur zu der Geburt bekommt und dass man es nicht kaufen kann? Oh ja, das habe ich vergessen, aber ich habe eine Idee. Ich werde so tun, als ob ich mein Einhornkleid kaputt gemacht habe. Und dann wird sie mir ein neues geben und dann werden wir das neue Olivia geben. Was haltet ihr von der Idee? Ja, das ist eine super Idee. Okay, passt. Dann werde ich es einfach aussehen und werde mir hier schnell ganz was anderes anziehen. Perfekt, das ziehen wir an und das geben wir weg. Und niemand wird uns drauf kommen. Wir sind so klug, Schwestern. Ja, total. Ich hoffe, dass Tante Bea vergessen hat, was letztens vorgefallen ist. Ich hoffe auf Tante Bea, wir sind hier. Oh, Kinder, was macht denn ihr hier? So schön, dass ihr mich auf der Arbeit besuchen kommt. Was kann ich für euch tun? Wieso bist du traurig, Joy? Ja, ich habe aus Versehen mein Einhornkleid kaputt gemacht und... Oh nein, wie ist das passiert? Ich weiß auch nicht, aber Mama wird so wütend sein. Kannst du uns helfen? Es ist eigentlich gegen das Gesetz, ein neues Einhornkleid zu machen, aber ich werde ein Auge zumachen. Wie kann ich meiner süßesten Nichte nicht helfen? Dankeschön. Kein Problem. Also fangen wir an mit 100 Gramm Sternenstaub. Perfekt. Dann brauchen wir noch Bienennektar. Ah, perfekt. Ich habe das Kleid fertig genäht. Hier für dich. Dankeschön. Bea, du bist die Beste. Wow, es passt perfekt. Was würden wir nur ohne dich machen? Ich hab dich so lieb. Ich hab euch auch lieb. Wir müssen los. Was ist das für ein Gestank? Das riecht ja wie Menschenbaby. Ist das Menschenkind eingebrochen? Nein, ich sehe es nirgends. Bitte passt auf, Kinder. Ja, wir werden aufpassen, Bea. Oh, mir wird richtig übel. Wenn ich dieses dreckige Menschenbaby in die Finger bekommen würde, dann würde ich das machen, bis es blau und violett ist. Bea, Gewalt ist keine Lösung. Lotti, sei still, lass uns gehen, bevor sie Olivia findet. Ja, okay. Oh, wir haben das Geld vergessen. Wir haben Bea vergessen zu bezahlen. Tante Bea, hier ist das Geld für das Kleid. Ach, hast du das wieder gezaubert mit deinem Zauberstab? Ja, ich weiß. Du solltest kein Geld zaubern. Das weißt du doch. Ja, ich weiß. Hier. Lecker. Dankeschön. Also, wir gehen dann. Tschüss, Tante Bea. Tschüss, Kinder. Mission erfüllt. Oh, das ging so reibungslos. Ja, total. Olivia, komm raus. Kannst du dich verwandeln? Wandeln, weil dann kannst du das Kleid anprobieren. Okay, es wird dir so gut stehen. Geschafft! Aber ich will kein Baby mehr sein, weil als Baby kann ich nicht mit euch reden und dann fühle ich mich so alleine. Ich weiß, Olivia, aber dafür haben wir ein Kleid für dich. Ein Kleid? Ja, genau, schau mal. Das ist jetzt dein Kleid. Jetzt bin ich ja im Partnerlook mit meinen Schwestern. Wow, das schaut so toll aus. Aber warte mal, ich muss irgendwas finden, wo wir verheimlichen können, dass du kein Einhorn hast. Schau, was ich gefunden habe. Das ist doch perfekt. Ich liebe es. Jetzt bist du auch ein Einhorn. Danke, Schwestern. Ihr seid alle die Besten. Kein Problem, Olivia, aber wir müssen jetzt wieder nach Hause. Nein, ich will kein Baby mehr werden. Nur schnell, okay? Okay.
Wacker. Okay, perfekt, tut mir leid, aber wir werden uns beeilen. Wir werden nach Hause rennen und dann können wir wieder reden miteinander. Schnell. Aha, interessant. Das wird sich sicher gut verkaufen auf dem Einhorn-Schwarzmarkt. Ein Nicht-Einhorn mit starker magischer Kraft. Perfekt, ich werde reich werden durch dieses Kind. Muss ich den Kindern einfach nur noch folgen. Mann, das war ein voller Erfolg, oder? Ja, voll. Was sagst du, Olivia? Olivia gefällt es auch. Ich fühle mich irgendwie beobachtet hier. Lass uns in die Küche gehen und was zum Essen holen. Ja, gute Idee. Ich hab Lust auf Regenbogen-Gummibärchen. Ja, ich auch. Oh, hallo Mama, wie geht es dir heute? Mir geht es besser, aber ich habe immer extreme Morgenübelkeit. Oh, es fängt schon wieder an. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Mama, was ist los? Nichts, Mist. Ruf deinen Papa. Ich glaube, mir ist schwarz vor Augen. Mama, Papa, komm schnell. Papa. Ja, was ist denn? Schatz, was passiert gerade? Oh nein, warte, ich bringe deine Mama ins Bett und gebe ihr ihre Medizin. Ist es die Morgenübelkeit wieder? Komm mit mir mit. Was war denn mit Mama los? Oh Mann, ich mache mir so Sorgen. Ich auch. Ich hoffe, ihr geht es bald besser. Denkt ihr, es liegt an Olivia? Nein, ich glaube nicht. Ah, egal, man kann jetzt nichts mehr machen. Lass uns was zum Essen holen. Mein Lieblingsabendessen. Probier mal. Olivia. Olivia mag es sehr gerne. Und ich will ein Hallo-Gadi-Cookie haben. Lecker. Komm, lass uns ins Schlafzimmer gehen. Ja, gute Idee. Mann, bin ich schon müde. Komm, Olivia, du kannst dich jetzt verwandeln. Niemand wird dich sehen. Hallo, ich kann wieder reden. Ja, es freut mich total, mich auch. Ich hab dich vermisst, Olivia, ich euch mehr. Ja, morgen gehen wir in Kindergarten, oder? Ja, gehen wir. Joy freut sich am meisten auf den Kindergarten. Was meinst du damit? Jetzt tu doch nicht so. Wir wissen alle, dass du in Leon verliebt bist. Ich meine, er schaut ja gut aus. Ja, ich finde ihn auch schön, aber ich bin nicht verliebt. Ich bin nicht verliebt in Leon. Lass mich in Ruhe. Wer ist Leon und was ist Verliebtsein? Leon ist Joys Crush. Crush? Ach so, ist sie verliebt in Leon. Ich bin nicht verliebt in Leon. Wir sind nur Freunde. Lass mich jetzt in Ruhe. Ich gehe schlafen. Und verliebt sein bedeutet, wenn du Schmetterlinge im Bauch hast für eine Person, Olivia. Das tut sicher weh, aber ich bin jetzt müde. Ich gehe schlafen. Oh, ich gehe auch schlafen. Mann, ich bin noch nicht so müde. Ich chill einfach noch ein bisschen hier und trinke meinen Bubble-Tee. Gute Nacht euch allen. Ich hab euch lieb. Und ich freue mich schon so auf den Kindergarten mit euch. Mann, ich kann nicht schlafen. Ich werde mir ein bisschen auf YouTube Tokotos jetzt anschauen. Es ist schon so spät. Schnell ins Bett. Rikki! Oh, es ist schon morgen. Leute, steht auf. Ja? Oh, heute ist hier Kindergarten. Ja, genau. Oh, ich freue mich schon so. Komm, lasst uns gehen. Ja, gute Idee. Ich freue mich. Ich mich am meisten. Ja, du darfst dich auch am meisten freuen. Es ist ja dein erster Tag. Also, den Rucksack müssen wir packen. Und ich versuche, mich kleiner zu machen, aber es geht nicht. Oh nein, aber Mama kommt. Versteck dich. Ja, okay. Wir müssen jetzt so tun, als ob nichts passiert ist. Ja, genau. Sonst schöpft Mama Verdacht. Hallo, Kinder, seid ihr bereit für die Schule? Ja, Mama. Ich habe den Rucksack auch schon gepackt. Perfekt. Ich hätte euch hier gerne in die Schule gefahren, aber ich muss heute leider ins Krankenhaus gehen. Oh, gute Besserung, Mama. Danke. Mir wird wieder übel. Wir sehen uns am Abend. Mensch, hatten wir Glück. Olivia, komm raus. Du musst kein Baby heute mehr sein. Ich muss mich nicht mehr verwandeln. Boah, ist das toll. Gute Nachrichten. Ja, voll die gute Nachrichten. Ich freue mich. Lass uns losgehen in den Kindergarten. Ja, genau. Zum Glück sind Mama und Papa nicht mehr daheim. Und das ist unser Kindergarten. Oh, ich bin so nervös. Ich hoffe, dem Leon gefällt meine neue Frisur.
Joy, du bist so kitschig. Ja, extrem kitschig, Joy. Nein, bin ich nicht. Lass mich in Ruhe, ihr blamiert mich nur. Ja, ich will eh nicht reinkommen. Ich geh mit dir rein und Leon besuchen, okay? Danke, Olivia, du bist immer für mich da. Leute, ich bleib draußen und rutsche noch ein bisschen. Ich will Joys verliebtes Gesicht nicht sehen. Ich bin nicht verliebt. Also komm, lasst uns reingehen. Wow, ich wusste gar nicht, dass ein Kindergarten so groß ist. Ja, und das ist Frau Tortellini. Boah, was steht ihr Kakerlaken so dumm rum? Geht doch endlich rein oder muss ich euch reintragen? Ich bin keine Kakerlake. Ignoriere sie, sie ist immer so schlecht gelaunt. Oh, warte, Mia, kann ich vielleicht dein Getränk haben? Für was denn? Weil, dann kann ich es dem Leon geben. Oh, wenn es sein muss. Dankeschön, er liebt Bubble Tea. Okay, lass uns jetzt reingehen. Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, er freut sich darüber. Hi, Leon, hier ist dein Bubble Tea. Dankeschön. Hier, ich hoffe, es schmeckt. Ja, wird es mir. Oh, sie sind so kitschig. Ich finde es schön. Mir ist gerade übel von den Beinen geworden. Ich muss auch rausgehen und ein bisschen rutschen, okay? Ich sehe euch später. Ja, okay, bis später. Tschüss, Kinder. Kinder? Sie ist doch auch ein Kind. Hallo, Leute. Mein Name ist Olivia. Wie geht es euch? Sorry, du musst zahlen, wenn du mit mir reden willst. Und das bekommst du, wenn du nichts hast. Hey, wieso machst du das? Und wieso muss ich zahlen? Kennst du mich nicht? Meine Eltern sind berühmt. Nein. Ach Gott, kommst du aus dem Wald? Nein, ich komme nicht aus dem Wald, aber ich liebe die Natur. Ach, so nervig. Kinder, wer von euch will Spaß haben? Ich will Spaß haben, ich will. Perfekt, ich zeig dir, was Spaß ist, okay? Also nimm den Schwamm in die Hand und den Eimer. Und jetzt willst du die Toiletten putzen. Yay, warte mal, das klingt nicht nach Spaß. Ich will nicht putzen. Wen interessiert? Ja, aber wirklich. Aber ich will nicht putzen. Oh Mensch, Olivia, stell dich nicht so an und mach einfach, was sie sagt. Du blamierst mich sonst. Sag mal, Joy, ist sie eure neue Putzfrau? Ich bin nicht die Putzfrau, ich bin ihre Schwester. Muss ich wirklich putzen? Hier auf dem Toilettensitz hast du einen braunen Fleck vergessen. Wenn ich zurückkomme, will ich, dass die Toilette blitzeblank sind. Das soll Spaß machen, das macht keinen Spaß. Oh nein, jetzt wäre mir mein Hut fast runtergefallen. Habe ich gerade hier gesehen? Nichts hast du gesehen. Doch, ich habe gesehen, ich bin ein Einhorn, lass mich in Ruhe. Jetzt willst du mir noch meine Kappe abziehen? Will ich nicht, lass mich in Ruhe. Ah, nimm das. Ich bin auch ein Einhorn wie ihr. Wieso müsst ihr mich so diskriminieren und gemein sein? Das war kein Einhorn, sie war kein Einhorn. Ich werde es noch beweisen, dass ich recht habe. So peinlich. Ja, voll, hast du nicht gesagt, sie ist eure Putzfrau? Ja, aber ist ja nicht wichtig. Schmeckt dir der Bubble Tea? Lass mich mal probieren. Ja, ist ganz okay. Okay, das freut mich dann. Wieso muss jeder so gemein sein? Nur weil ich kein Einhorn bin, heißt es nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Ich will doch nur Freunde machen. Irgendwie gefällt sie mir ganz gut. Hey, mein Name ist Leon und was ist dein Name? Du bist ja ganz süß. Mein Name ist Olivia. Olivia ist ein wirklich wunderschöner Name. Nicht so wie der Name Joy. Oh, die mit den türkisen Haaren, sie ist so nervig. Ich weiß, dass sie in mich verliebt ist, aber ich bin nicht in sie verliebt. Du bist ein Blödmann. Joy ist ein wunderschöner Name und sie ist die liebste Person der Welt. Hey, chill mal, Schwester. Oh. Ich hoffe, der Olivia geht es gut. Warte mal. Ja, aber Joy hat hässliche türkise Haare. Unsere Haarfarbe passt zusammen, weil wir einfach füreinander bestimmt sind. Olivia ist so eine falsche Schlange. Sie hat mir Leon ausgespannt. Olivias Haare sind wunderschön und ich will nie wieder mit dir reden, weil du ein böser und gemeiner Mensch bist. Deine Haare schauen aus wie Schimmel. Ich will auch nicht mit dir befreundet sein. Olivia, wir müssen langsam nach Hause gehen. Okay, pass, lass uns gehen. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag. Ja. Hey, Lotti, wo ist Joy? Ich glaube, die ist schon nach Hause gegangen. Ihr habt sie gerade verpasst. Oh, schade. Okay, ja, dann gehen wir zu dritt nach Hause. Ja, passt. Wie kann Olivia mir das nur antun? Sie hat mit meinem Schwarm über meine Haarfarbe gelästert. Ich will diese Haarfarbe nicht mehr. Türkis ist so eine hässliche Farbe. Leon hat recht. Warte mal. Wieso brennt meine Kopfhaut so sehr? Ach, warte, ich muss meine Haare abtrocknen. Warte, wieso fallen meine Haare aus? Nein,
Nein, das kann nicht wahr sein. Warte, das ist sicher das Handtuch gewesen. Schauen wir nochmal. Nein. Nein. Was ist das? Ich wette mit dir, das war Olivia. Sie will mir Leon ausspannen und will, dass ich hässliche Haare habe. Oh nein, diese kleine Schlange Olivia. Zuerst klaut sie mir meine Familie und jetzt klaut sie mir noch meinen Schwarm. Ich bin so wütend. Ich will nicht wieder mit ihr reden. Ich muss jetzt ins Bett. Lalalala. Was ist denn hier passiert? Wer hat das Badezimmer so verunstaltet? Warte mal, was macht das Reinigungsmittel für die Toilette hier? Ach, ich muss es wohl vergessen haben zu versorgen. Ich hoffe, niemand hat das verwendet, weil das verursacht Haarausfall. Nein, 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 keiner meiner Kinder würde so dumm sein und das einfach verwenden. Aber ich muss ein Wörtchen mit denen haben, weil was machen sie mit dem armen Badezimmer? Oh, das war jetzt so viel Arbeit zum Aufzuräumen. Ich brauche jetzt eine Pause. Oh, endlich zu Hause. Joy! Joy, was ist mit deinen Haaren passiert? Du hattest doch so wunderschöne türkise Haare. Oh mein Gott, wer hat dir das angetan? Ich bin so schockiert. Joy, ist alles okay? Warte, ich versuche es mal mit meiner Einhornmagie. Vielleicht kann ich dir die Haare zurückverwandeln. Oh nein, es geht immer noch nicht. Was sollen wir machen? Ich weiß auch nicht. Warte, Joy, jetzt fallen dir auf einmal alle Haare aus. Was geht vor sich? Das ist nur Olivias Schuld. Wegen dir habe ich all meine Haare verloren. Werde dir das niemals verzeihen. Ich habe doch nichts gemacht. Ich hoffe, dir geht es gut, Joy. Wie ist es passiert? Das müsst ihr gar nicht so tun, als ob ihr euch für mich interessiert. Aber was redest du? Sei still. Ich will nie wieder was von dir hören. Nimm das. Das ist heißes Wasser. Ist mir egal. Ich hoffe, du verbrennst. Nein, Joy. Will dich nie wiedersehen. Olivia, ist alles okay? Du bist ganz rot im Gesicht. Ich glaube, das sind Brandnarben vom heißen Wasser. Oh nein, geh schon ins Badezimmer. Dort gibt es Bandagen. Ja, okay. Wir warten im Bett auf dich. Oh nein. Oh, diese blöde Olivia, sie hat mir mein Leben einfach ruiniert und meine Familie geklaut. Aber ich habe eine Idee. Ich werde ihr Leben genauso ruinieren, wie sie mir mein Leben ruiniert hat. Sie wird sich wünschen, niemals geboren zu sein. Ich bin ein Genie. Wie können wir Joy nur aufmuntern? Ich mag es nicht, wenn sie so traurig ist. Ja, mir bricht es ja auch das Herz, aber ich habe eine gute Idee. Wie wäre es, wenn wir alle ein Bubble Tea uns machen und wir machen Joys Lieblings-Bubble Tea? Schokolade mit Ketchup und Tapioca-Perlen. Das ist eine gute Idee. Warte, ich mache es für sie. Okay, ich glaube, darüber wird sie sich hoffentlich freuen und dann wird sie nicht mehr so traurig sein. Ha, gute Idee, Olivia. Dankeschön, Mia. Bin so besorgt. Hey Leute, ich wollte mich nur entschuldigen. Ich habe ein bisschen überreagiert. Tut mir leid. Gar kein Problem, Joy. Ich habe eine Überraschung für euch. Eine Überraschung? Schau mal, das ist für dich. Und was ist die Überraschung? Ja, was ist die Überraschung? Also, die Überraschung ist, dass wir alle ins Badeparadies gehen. Was haltet ihr davon? Komm, Lotti, steh schon mal auf, dass wir schneller dorthin. Kommt ihr bitte? Ja, ich komme. Ich war noch nie im Badeparadies. Das ist so toll, Olivia. Du wirst es lieben. Oh, ich hoffe es. Komm, lass uns gehen. Oh, ich freue mich schon so. Ja, lass uns alle gemeinsam gehen. Yay, Badeparadies. Los geht's. Willkommen im Badeparadies. Wir werden heute so einen tollen Tag haben. Wow, das ist hier so bunt. Und das Wasser... Können wir schwimmen? Ja, natürlich kannst du schwimmen. Oh, ich freue mich. Komm, lass uns gehen. Die Karten entwerten. Hallo, ich habe 4-mal Eintritt gekauft. Hier sind die Karten. Bitte schön. Bitte schön, danke. Also komm, lass uns schwimmen gehen. Ja, ich gehe rutschen. Ich will auch rutschen gehen. Yay.
Olivia, magst du mal kurz warten? Ich muss noch mit dir reden. Ihr anderen geht schon mal vor. Ja, okay. Okay, willst du mit uns ein Spiel spielen? Was für ein Spiel ist es? Das Spiel heißt Verstecken. Du versteckst dich und wir müssen dich suchen. Das Spiel klingt aber lustig. Ja, es ist super lustig. Aber das Wichtige ist, egal wie oft wir deinen Namen rufen, du darfst nicht rauskommen, okay? Bis wir dich gefunden haben. Wow, Joy, das klingt aber so cool. Ja, es ist einer unserer Lieblingsspiele und es ist Tradition, dass wir das spielen. Und da du neu bist, darfst du dich sogar verstecken gehen. Yay, ich freue mich. Ja, also fangen wir an. Ich zähle bis 10 und du gehst dich schnell verstecken. Ja, okay, ich gehe mich schnell verstecken. Ja, geh schnell. 9, 8. Ich gehe schnell, schnell. Jetzt habe ich sie ausgetrickst. Hey Leute, ich bin wieder da. Kommt, lass uns rutschen gehen. Ja, das Wasser ist so angenehm. Oh, das macht so Spaß. Warte mal, wo ist Joy? Wo ist Olivia hin? Sie fehlt ja. Wo ist sie denn, Olivia? Ach, die Olivia meinte, wir sollen uns keine Sorgen um sie machen. Sie spielt gerade mit ihren neuen Freunden. Was, wirklich? Olivia hat Freundschaften geschlossen. Ach, das freut mich so. Mich auch. Das wollte sie ja immer, genau. Kommt jetzt, lasst uns einfach gemeinsam Spaß haben, bevor Olivia in unser Leben gekommen ist und alles ruiniert hat. Was hast du gesagt? Nichts habe ich gesagt. Ich habe nur gesagt, lasst uns Spaß haben. Ich mache mir langsam Sorgen. Ich auch. Wieso macht ihr euch Sorgen um Olivia? Es sind schon 5 Stunden vergangen und es macht gleich zu. Ja, und jetzt? Ja, wir müssen sie suchen gehen. Ja, okay, dann suchen wir sie natürlich. Ich mache mir auch Sorgen. Ja, komm, lass uns gehen. Die Arme ist sicher ganz alleine und weiß nicht, wo wir sind. Olivia, wo bist du? Oh, sie ist leider nicht hier. Wo kann sie nur sein? Ich mache mir so Sorgen. Ich mir auch nicht. Joy, ich glaube, sie ist nicht hier. Lass uns hochgehen. Sie ist bestimmt nicht hier. Also, bist du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher. Warte, ich habe doch gerade ihre Stimmen gehört. Das heißt, ich muss mich verstecken gehen. Oh, ich habe jetzt 3 Stunden gewartet. Endlich fängt das Spiel an. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Schnell hier verstecken. Kann sie nur sein. Ich hoffe, sie hat sich nicht verlaufen. Das ist unsere letzte Chance. Wenn wir sie hier nicht finden, dann wo könnte sie nur sein? Olivia, wo bist du nur? Wir machen uns solche Sorgen. Bitte komm endlich jetzt raus. Oh. Ich stelle mich mal zum Pool hin. Vielleicht kann ich schauen, wo sie ist. Ja, ich auch. Wir haben dort sicher eine bessere Aussicht. Ja, ihr könnt suchen, solange ihr wollt. Was machst du hier? Ich will nicht mehr spielen. Was machst du hier? Das Spiel ist noch nicht fertig. Geh jetzt weg. Oh, Glück gehabt. Denn der Brief, den ich vorbereitet habe. Ah, hier ist er. Leute, kommt schnell her. Ich habe einen Brief gefunden. Ich glaube, es ist von der Olivia. Ich glaube, es ist ein Abschiedsbrief. Kommt schnell. Was? Ein Brief von der Olivia? Mach ihn auf. Ja, okay. Oh nein, verabschiedet sich von uns, weil sie ihre wahre Familie gefunden hat. Und von nun an wird sie nicht mehr bei uns wohnen. Sie sagt, sie wird uns vermissen und dass wir nicht mehr nach ihr suchen sollen. Hat sie das wirklich gesagt? Oh nein, sie ist doch meine Schwester. Ich werde sie so vermissen. Ich werde sie auch so vermissen. Aber sie ist glücklicher. Ja, solange sie glücklich ist, ja, dann bin ich auch glücklich. Lass uns nach Hause gehen. Mann, wieso hat mich John einfach die Rutsche runtergeschubst. Oh, wenn sie das Spiel weiterspielen will, dann hätte sie es einfach sagen müssen. Aber ich will nicht mehr spielen. Ich spiele das Spiel schon seit 6 Stunden und es ist schon dunkel und alle Leute sind schon weg. Ich glaube, ich bin die einzige Person hier. Hallo? Das Badeparadies ist ab jetzt offiziell geschlossen. Haben Sie mich etwa vergessen? Nein, Sie würden das niemals machen. Sie sind gute Menschen. Oh, es ist so kalt. Ich habe Angst. Was soll ich nun machen? Hey, kleines Kind, hast du deine Familie verloren? Soll ich dir helfen? Nein, danke. Komm, ich helfe dir, deine Familie wiederzufinden. Nein, lass mich in Ruhe. Sie kommen mich noch... Perfekt, das war einfacher wie gedacht. Und jetzt geh rein. Oh.
Bist du ein dickes Kind. Oh, endlich geschafft. Ich werde dich morgen auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Hoffentlich bringst du mir viel Geld ein. Und schreien bringt dir nichts. Niemand wird dich hören. Perfekt. Ich muss noch schnell schauen, ob die Polizei hier irgendwo ist. Aber bis jetzt schaut es mal sehr gut aus. Rudolf, mach die Tür auf. Ich bin's. Du weißt, ich warte ungern. Komm jetzt raus. Wer ist denn hier? Ah, du bist es. Perfekt. Was hast du heute für eine Ware für mich? Ich habe was ganz Spezielles, und zwar ein Nicht-Einhorn. Ein Nicht-Einhorn? Ja, genau. Oh, das ist ja perfekt für mein Restaurant. Schauen wir uns mal die Ware an. Sie schaut sehr saftig aus. Oh, ich kann Steak aus ihr machen. Perfekt. Wie viel willst du für sie haben? Naja, was kannst du mir bieten? Zeig doch mal. Also, ich kann dir das mal anbieten. Das ist eine super seltene Figur, die ich von meinem Uropa geerbt bekommen habe. Das schwarze Einhorn. Was sagst du dazu? Das schwarze Einhorn? Boah, ja, du kannst es haben. Ich will es gerne haben, aber Bargeld bitte. Was will ich mit dem Spielzeug sonst machen? Ja, Bargeld habe ich natürlich auch. Kurzen Moment. Ich habe es, glaube ich, gestern weggeschmissen, weil ich zu viel Bargeld hatte. Hier ist das Bargeld. Perfekt. Wir haben einen Deal. Wir sehen uns. Tschüss. Sehr schön. Kommen wir nun zu dir, kleines Menschenkind. Ich hoffe, du freust dich schon, dass ich dich in Hackfleisch verarbeite. Och, bist du schwer. Perfekt. Warte, das gebe ich dich noch hier drauf. Oh. Mann, meine Arme brechen gleich ab. Und jetzt muss ich dich noch schnell verstauen. Oh, weil du machst einfach so extremen Lärm. Sorry, ich kann dich nicht hören. Was hast du nochmal gesagt? Ah, dafür müsste ich ja die Bandage von deinem Mund weggeben. Aber ich glaube, du hast Hunger. Hier, nimm das. Ich habe das gerade auf dem Boden gefunden. Was? Das ist nicht genug, weil ich habe auch noch Hundefutter. Ich glaube, das passt auch zu dir. Also, bis später. Mann, ich kann einfach nicht glauben, dass Olive nicht mehr bei uns ist. Ich vermisse sie. Ich vermisse sie auch so sehr. Oh. Was weint ihr so rum? Oh, ist endlich bei ihrer Familie. Ihr solltet euch für sie freuen, okay? Oh, ihr Heulsusen. Wir sind keine Heulsusen. Sie war unsere Schwester. Sie war nicht unsere Schwester. Wir haben sie nur aufgenommen, weil wir Mitleid mit ihr hatten. Aber sie ist nicht mal ein Einhorn. Sie ist ein Mensch. Sie ist nicht wie wir. Wieso redest du auf einmal so? Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Ich dachte, du hast sie auch lieb gehabt. Entschuldigung, ja, natürlich hatte ich sie auch lieb. Ich bin nur traurig, dass sie nicht mehr da ist. Ach so, ja, das verstehe ich. Ja, ich vermisse sie auch so. Warte mal, ich glaube, Mama ruft. Kinder, bitte kommt in die Küche. Ja, Mama, wir kommen. Oh je, ich hoffe, es gibt keinen Ärger. Mama, was... Was ist los? Ach, ich muss euch was mitteilen. Was denn? Das werden wir später sehen. Wir gehen nämlich ins Restaurant essen. Oh, yay, wir gehen raus essen. Ich freue mich. Boah, lecker. Daddy, wann gehen wir dann? Wir gehen jetzt gleich. Ich gehe schon das Auto noch vorbereiten. Ja, genau. Schatz, nimm die Kinder bitte. Ich gehe jetzt das Auto einparken und dann können wir zum Restaurant fahren. Ich freue mich schon so sehr und mein Magen grummelt. Oh, und hier ist unser Auto schon. Alle bitte einsteigen. Warte. Ah, okay, perfekt. Lass uns losfahren. Auf zum Restaurant. Papa, fahr ein bisschen schneller. Ja, ich fahre auch schon so schnell wie möglich. Ah, hier müsste das Restaurant sein. Papa, das ist das Falsche gewesen. Oh, endlich haben wir es geschafft. Hallo, wo können wir unser Auto parken? Ihr könnt euer Auto hier um die Ecke parken. Bitte parkt es und dann werde ich euch zum Tisch führen, okay? Ja, passt, machen wir. Bis später. Wieso stinkt es hier so? Bis später. Hier sind wir schon. Ein Tisch für 5 Personen, bitteschön. Guten Tag. Ich hole mir noch schnell die Speisekarten und dann führe ich Sie zu Ihrem Tisch. Bitte folgen Sie mir. Ja, passt. Wir folgen Ihnen. Oh, dieses Restaurant schaut aber sehr teuer aus. Und das ist Ihr Tisch. Bitte setzen Sie sich hin. Dankeschön, Frau Kellnerin. So, wo soll ich mich hinsetzen? Ich glaube, ich setze mich hier hin. Ich will mich hier hinsetzen und ich setze mich hier hin. Warte, ich will lieber hier sitzen. Und ich hier. Kinderlein, und wo soll ich mich hinsetzen? Warte, kann jemand auf meinen Schoß sitzen? Perfekt. So, und das ist unser Menü. Bitte sagen Sie mir dann, was Sie essen wollen. Ja, werden wir machen. Schauen wir mal.
Können Sie uns nicht was zum Essen bringen? Was ganz Spezielles? Wir haben was zu feiern heute. Und jetzt kommt schon und sagt, um was es geht. Okay, Kinder, ich bin schwanger. Und deshalb war mir immer so übel. Du bist schwanger, Mama. Yay. Aber dann war dir nicht übel wegen Olivia, sondern wegen dem Kind. Genau. Und wer ist Olivia? Niemand, aber... Ach, vergiss es. Na, was zieht dir so ein langes Gesicht? Komm, wir feiern jetzt. Ja, lasst uns endlich feiern. Ja, aber ich vermisse sie einfach so sehr. Also, irgendwas Spezielles, was es nicht auf der Karte gibt, das wollen wir essen. Vorzüglich. Nur die beste Qualität für meine Familie. Danke, Schatz. Du bist so lieb. Okay, passt, kommt sofort. Ich bring mal die Vorspeisen zuerst und dann werde ich euch das ganz spezielle Menü bringen. Perfekt, das klingt sehr, sehr gut. Also, ich gehe schnell die Vorspeisen holen. Rudolf, wir haben Gäste hier und sie wollen was Spezielles essen, was es nicht auf der Karte gibt. Was Spezielles? Ich habe da genau das Richtige. Hier sind mal alle Vorspeisen, das kannst du den Gästen schon mal bringen. Ja, perfekt, werde ich machen. Und als Hauptspeise habe ich ganz was Spezielles. Du kannst es, glaube ich, eh hören. Auf jeden Fall. Bis später. Boah, die Vorspeisen schauen schon so gut aus. Ich bin schon gespannt, was die Hauptspeise ist. Oh, ich bin so neidisch. Also, das sind die Vorspeisen dann. Zuerst haben wir Schweinefett oder auch Schweinebauch mit Tomaten. Dann gibt es noch Schokokuchen und Brotstangen. Ich hoffe, es schmeckt euch. Wir sehen uns später wieder. Hey, Leute! Was ist das? Das ist doch Olivias Hut gewesen. Oh nein, ich muss es irgendwie verstecken. Was meinst du verstecken? Gibt es zufällig ein Problem? Oder passt das Essen nicht? Nein, das Essen passt gut, danke schön. Ja, okay, dann bis später. Es war doch zu 100% Olivias Hut. Was sagst du dazu, Schwester? Ja, das war ihr Hut. Ich habe ihn ihr ja gekauft. Das war nicht Olivias Hut, Leute. Wie kannst du das denn wissen? Weil niemand sowas Hässliches trägt? Oh. Das ist falsch mit dir. Wie gehen sie beide jetzt selber suchen? Hast du uns verstanden? Nein, bitte geht nicht. Ich werde sie suchen gehen, okay? Sonst ist es so auffällig. Habt ihr mich verstanden? Mama, ich gehe aufs Klo. Ist das okay? Ja, sicher. Sicher, mein Schatz, ist alles okay? Ja, ich muss nur Pipi machen gehen. Bitte finde sie, okay? Ja, natürlich werde ich sie finden. Warte, ist das nicht die Kellnerin? Oh, perfekt, Zeit für das Hauptgericht. Ich hoffe, es ist so gut, wie unser Chef es gesagt hat. Was für ein Hauptgericht? Ich glaube, Olivia muss unten in der Küche irgendwo sein. Alles, was ich machen muss, ist einfach nur den Hut zerstören. Und dann wird niemand mehr wissen, wo Olivia ist. Und ich habe eine Ruhe. Ich bin so klug. Hallo, Chef. Die Vorspeisen sind sehr gut angekommen. Aber darf ich die Hauptspeise sehen? Ja, okay. Weil es du bist, mache ich eine Ausnahme. Komm mit mir mit. Ich muss sie anbinden, weil das Fleisch war sehr, sehr, wie soll ich sagen, du wirst es sehen. Ja. Aber das ist doch ein Menschenkind. Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Ist das Olivia? Ich muss mich wieder verstecken. Oh Gott. Warte mal, was war das für ein Geräusch? Ich habe auch was gehört, aber wo ist es hin? Es war, glaube ich, nur eine Ratte, aber ich werde noch mal suchen gehen. Und du machst das Hauptgericht weiter. Ja, werde ich machen. Und du kommst jetzt mit mir mit. Oh, wir werden dich jetzt zubereiten zu Steak. Lecker. Zuerst müssen wir dich marinieren, weil das Grüne in deinen Haaren ist schon ein bisschen schimmelig aus. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Okay, perfekt. Jetzt reiben wir Käse über dich. Lass mich in Ruhe, bitte. Sei einfach still. Oh, du nerviges Kind. Okay, und jetzt ganz, ganz wichtig, Olivenöl, dass es richtig knusprig wird. So wird es meinen Gästen sicher super lecker schmecken. Und noch ein bisschen Pfeffer und mein Geheimgericht, Kakaopulver drüber, dass es noch ein bisschen süß ist, weil sie ja kein Einhorn ist, wird sie sicher bitter schmecken, weil sie, Menschen sind bitter. Okay, perfekt. Und jetzt geben wir dich in den Ofen für 40 Minuten und dann haben wir den perfekten Schweinebraten. Ich glaube, du schaust aus, also du schmeckst wie ein Fleisch, weil du schaust aus wie ein Schweinchen. Oink, oink. Oh, wieso ist die Kohle aus? Warte mal, kann ich das nicht einschalten? Oh,
Ja, mir fehlt das Feuerzeug. Ich muss das Feuerzeug holen gehen. Okay, ich glaube, der verrückte Koch ist weg. Perfekt. Den Hut muss ich einfach nur noch schnell wegschmeißen. Aber wo ist so ein Mülleimer? Ah, hier ist es. Perfekt. Nun wird sie niemand mehr finden von ihr. Warte mal, wer schreit da so? Das bist doch du, Olivia. Schwester, hilf mir. Ich bin nicht deine Schwester und ich kann dir nicht helfen. Warte, komm zurück. Oh nein, was soll ich nur machen? Was geht denn hier vor sich? Ich habe mich verlaufen. Ja, genau. Leider hast du etwas gesehen, was du nicht sehen hättest sollen. Und ich kann dich nicht mehr gehen lassen. Ich bin aber unschuldig und ich bin ein Einhorn. Du kannst mir nichts tun. Lass mich in Ruhe. Nein, werde ich nicht. So kommst du mir nicht davon. Du hast heute zu viel gesehen. Aber ich werde es niemandem sagen. Das ist mir egal. Du kommst jetzt in den Ofen hinein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Hilfe. Olivia, nein. Bitte lassen Sie mich. Du gehst jetzt in den Ofen rein. Hast du mich gehört? Perfekt. Jetzt haben wir zwei Aufläufe im Ofen und eines im Backrohr. Das wird vorzüglich. Ach, vor lauter Ablenkung habe ich das Feuerzeug vergessen. Und irgendwie geht das Backrohr nicht an. Ich muss die Elektrizität auch noch einschalten. Hoffentlich werde ich das schnell geregelt haben, weil die Gäste haben Hunger. Ach. Mann, es ist schon so viel Zeit vergangen und sie ist immer noch nicht zurück. Ich mache mir Sorgen. Ich finde, wir sollten mal nach ihr nachschauen gehen. Mama, können wir bitte... Was denn? Wir müssen auch auf die Toilette. Ja, okay, aber es kommt gleich wieder. Ja, wir kommen gleich. Wo könnte sie nur hingegangen sein? Ich glaube, es gibt nur einen Weg und das ist der Weg in den Keller oder in die Küche. Oh nein, hörst du das auch? Da schreit jemand. Komm, lass uns nachschauen gehen. Oh nein, was machen sie? Komm raus. Geht es dir gut? Oh, jetzt kommen noch mehr Kakerlaken angelaufen. Was mache ich mit euch denn? Vielleicht Pfannkuchen, Einhornpfannkuchen. Wir sind nicht zum Essen da. Oh nein, was passiert gerade? Was ist das für eine Kraft? Lass meine Geschwister in Ruhe. Ah! Olivia, was tut das? Was für eine Kraft. Ich glaube, ich war das. Ich musste euch beschützen. Olivia, das war alles meine Schuld. Es tut mir so leid. Was meinst du, es war deine Schuld? Was hast du getan? Naja, ist ja egal. Die Hauptsache ist, dass wir alle vereint sind und dass es der Olivia gut geht. Ja, genau. Ich hab dich so vermisst, Olivia. Aber dein Horn, du bist ja ein Einhorn. Ja, bin ich. Wir müssen dich beschützen. Wir müssen irgendwas finden, mit dem wir das Horn abdecken können, weil sonst attackiert man dich sicher wieder. Wartet bitte, ich gehe suchen. Gibt es hier irgendwas? Ich glaube nicht. Okay, kann ich hier irgendwas verwenden? Ah, perfekt, das wird dir perfekt passen. Olivia, schau, was ich gefunden habe. Probier das an. Oh, wow, das passt dir perfekt. Dankeschön. Ich hab dich so vermisst, Olivia. Bitte verlass uns nie wieder hier. Es tut mir so leid. Ich hab dich lieb, Olivia. Weißt du was? Ich hab dich sogar mehr vermisst. Ihr hasst mich nicht? Nein, aber wieso sollten wir dich hassen? Wieso sollten wir dich hassen, Olivia? Ihr seid die besten Geschwister auf der ganzen Welt. Oh, komm, lass uns gehen. Oh, ich kann nicht glauben, was passiert ist. Kann sie mir jemals verzeihen? Ich habe so Angst, meinen Geschwistern die Wahrheit zu erzählen. Also, Olivia, magst du hier ganz kurz warten, wenn wir fertig sind mit dem Essen, und dann folgst du uns einfach und kommst durch das Fenster wieder rein in unserem Schlafzimmer. Ich weiß wie. Okay, pass, wir sehen uns dann gleich. Ciao. Tschüss. Oh Mann, hatten wir Glück, aber was sagen wir Mama und Papa? Ich habe einen Plan. Ich sag Mama und Papa, dass es mir nicht gut geht. Was haltet ihr davon? Und weil ich so Schmerzen habe, müssen wir doch nach Hause gehen. Das ist eine wunderbare Idee. Komm, lasst uns unseren Plan fortsetzen. Olivia wartet auf uns sicher. Okay, passt. Das ist ein sehr guter Plan. Mama, wir müssen dir was sagen. Was ist denn los?
Was schaut ihr so traurig rein? Mir geht es nicht gut. Können wir nach Hause gehen, Mama? Ja, sicher. Warte. Keine Sorge, ich hole schnell die Rechnung und dann können wir gehen. Passt das euch allen? Warte, jetzt zahle ich noch schnell. Oh, meine Kreditkarte funktioniert wieder nicht. Ah, perfekt. Ich habe gezahlt. Also komm, lass uns gehen. Ja, lasst uns gehen. Oh, je früher wir daheim sind, desto besser. Okay, Papa muss nur schnell das Auto parken gehen. Okay, ich hab das Auto. Lass uns jetzt losfliegen. Auf nach Hause. Ich hoffe, euch hat der Tag trotzdem gefallen. Ja, Papa, Entschuldigung, mir geht es nur nicht so gut. Ach, kein Problem. Wir sind gleich daheim. Joy, wir haben es geschafft. Komm, ruh dich im Zimmer aus. Ja, danke, Mama. Keine Sorge, Mama. Ich werde mich um Joy kümmern und ich auch. Lasst uns jetzt gehen. Ja, schnell. Oh nein, es ist schon dunkel. Ich hoffe, Olivia musste nicht lange warten. Olivia, komm rein. Hallo, endlich seid ihr da. Ich dachte, ihr habt mich wieder vergessen. Was meinst du mit vergessen? Letztes Mal, da habt ihr mich einfach im Schwimmbad vergessen. Das war meine Schuld. Tut mir so leid. Ich dachte, du willst mir Leon ausspannen. Verzeih mir. Boy, du hast uns alle veräppelt. Aber nicht mit Absicht. Ach, seid ihr nicht böse, Leute. Aber Joy, das, was Olivia gemacht hat, war sowas von nicht okay. Aber ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Bitte hör auf zu weinen. Es tut mir so leid, Olivia. Wir würden dich niemals verlassen. Es war alles nur ein blödes Missverständnis. Ja, tut mir leid, Olivia. Lasst uns jetzt alle nicht mehr streiten, okay? Solange wir gemeinsam sind, kann doch nichts Schlimmes mehr passieren. Also lasst uns jetzt ins Bett gehen. Morgen ist doch Kindergarten. Was sagt ihr dazu? Oh ja, stimmt. Kindergarten hätte ich fast vergessen. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, alle. Gute Nacht. Ich freue mich schon auf morgen. Warte mal. Wieso ist mir so kalt und wieso fühle ich mich so beobachtet? Ich habe Angst. Mal schauen, was die Familie dazu sagt. Kommen Sie raus. Ich warte. Ja, hallo, wer ist da? Was wollen Sie? Ich habe Videomaterial von Ihrer zweiten Tochter. Was reden Sie? Ich habe nur eine Tochter. Ja, genau, wir haben nur eine Tochter. Ja, genau. Und was ist mit der Tochter, die Sie bei der Geburt weggeworfen haben? Ich weiß nicht, von was Sie reden. Du weißt ganz genau, von was ich rede. Mama, was meint dieser Mann? Ach, ignoriere ihn, Schatz. Schauen Sie sich die DVD an. Ich lüge nicht. Auf Wiedersehen. Es war sicher nur ein obdachloser Mann, der Kleingeld wollte. Wirklich? Ja, ja, wirklich. Vertrau mir. Wir lieben nur dich. Ja, du bist das einzige Kind, was wir haben. Dankeschön, Mama. Wir haben dich so lieb. Oh, also komm, schauen wir trotzdem die DVD an. Ja, okay. Wir haben hier nichts Besseres zu tun. Das ist sicher eine DVD voller Werbung. Ich glaube auch. Aber schauen wir mal rein. Warte mal. Das ist unser Kind. Ja, wir müssen es holen gehen. Sie ist ein super Einhorn geworden. Das kann nur unser Kind sein. Geh weg, dich brauchen wir nicht mehr. Komm, lass uns sie schnell holen gehen. Unsere Tochter. Oh, bevor die Kinder in den Kindergarten gehen müssen, muss ich ihnen ja noch Jause kochen. Soll ich ihnen Spaghetti kochen? Ja, Spaghetti ist sicher lecker. Okay, pass. Ich glaube, Spaghetti mit Sojasauce schmeckt sicher. Nein. Was ist mit meinen Haaren passiert? Ich habe wohl zu viel Du hast so viel Sojasauce verwendet. Ding, dong. Jemand ist an der Tür. Oh nein, was für ein schlechtes Timing. Ach, lass uns schnell die Tür beantworten gehen, okay? Und danach kannst du weiter mit der Jause machen. Ja, okay, passt. Lass uns schnell gehen. Machen Sie die Tür auf. Wir kommen schon. Wie können wir Ihnen helfen? Wir suchen unsere Tochter. Eure Tochter? Wissen, dass ihr unsere Tochter gefangen haltet, weil sie ein super Einhorn ist. Ja, bitte geben Sie unsere Tochter uns wieder. Wir vermissen sie so. Sehr. Aber Ihre Tochter ist nicht hier. Doch, sie ist hier. Sonst rufe ich die Polizei. Tochter, komm raus. Meine Tochter. Jetzt hören Sie mal auf. Wie heißt Ihre Tochter überhaupt? Meine Tochter heißt... wie heißt unsere Tochter nochmal? Ich hab's vergessen. Unsere Tochter heißt McDonald.
Das ist ein sehr komischer Name, aber okay, wir werden unsere Kinder rufen und vielleicht können sie ihnen weiterhelfen. Kinderlein, kommt! Oh, man hat nach uns gerufen. Ja, ich glaube, Frühstück ist fertig. Ich habe Hunger. Olivia, warte hier, wir bringen dir das Essen, okay? Ja, pass, ich warte. Bis gleich, Olivia, ja. Oh, ich hoffe, es sind Pfannkuchen. Ja, Mama, du hast nach uns gerufen? Kinder, dieser Mann sucht nach seiner Tochter namens McDonald's. Kennt ihr da jemanden? Was? McDonald's? Also du kennst sie, oder wie? Bitte lüg mich nicht an, Joy. Kleines Mädchen namens Joy, ich flehe dich an. Bring mir meine Tochter wieder. Ja, ich vermisse sie jeden Tag. Ich will sie einfach nur in meinen Armen halten. Ich auch. Joy, kennst du jetzt ihre Tochter oder nicht? Sie suchen sie schon den ganzen Tag. Ich muss euch was sagen, Papa. Was musst du uns sagen? Wir haben sie gefunden und die Eltern haben sie einfach weggeworfen. Sie war alleine in einem Korb, Papa. Die Eltern lieben die Tochter gar nicht. Nein, die Eltern lieben die Tochter wirklich nicht. Wir lieben unsere Tochter, was fällt dir ein? Nein, tut ihr nichts, sonst hättet ihr sie nicht weggeworfen. Aber ich werde Olivia holen gehen. Olivia, ich muss dir was sagen. Um was geht es denn, Joy? Deine Eltern sind hier und sie wollen dich wieder zurücknehmen. Was sollen wir machen, Olivia? Meine wahren Eltern sind da. Ja, aber vergiss nicht, sie haben dich weggeworfen und wir haben dich gefunden. Irgendwas ist komisch an deinen Eltern. Aber es ist deine Entscheidung. Oh Mann, ich bin verwirrt. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich habe einen Plan. Zeig ihnen dein Horn nicht, weil dein Horn ist ja ein ganz besonderes Einhorn. Und wenn sie dich trotzdem lieben, obwohl sie denken, du bist ein Mensch, dann vertraue ich ihnen. Aber sonst vertraue ich ihnen einfach nicht, Olivia. Ich habe so Angst. Das ist ein sehr guter Plan, Joy. Ich glaube, so machen wir es, oder? Komm, lass uns gehen. Das sind meine Eltern, die schauen aber böse aus. Das ist Olivia, meine Tochter, du bist ja wunderschön, ich hab dich vermisst. Ich hab dich auch vermisst, meine wunderschöne Tochter, McDonald. Mein Name ist Olivia, nicht McDonald. Ja, das ist mir auch egal, Oliver. Aber was hast du auf dem Kopf? Du bist ein Einhorn, was hast du sowas Hässliches an? Zieh es aus. Nein, will ich nicht, zieh es aus, es ist hässlich. Mann, nein, ich will es nicht ausziehen, es ist mein Schutz. Schutz vor was? Und lass los, du Göre. Was hast du nur gemacht? Du bist ja gar kein Einhorn. Oh nein, das kann nicht unsere Tochter sein. Unsere Tochter hat ein super Einhorn. Der Typ hat uns angelogen. Wusst ihr doch, dass ihr böse Menschen seid. Ich bin so enttäuscht. Ihr seid nicht meine Eltern. Meine Eltern würden mich lieben, egal wie ich ausschaue. Und deshalb werdet ihr dieses Super-Einhorn nur einmal in eurem Leben sehen und dann nie wieder. Du bist ja unsere Tochter, du hast ja ein Super-Einhorn. Komm mit uns mit, unsere Tochter. Lass mich in Ruhe, sonst werde ich meine Magie gegen euch verwenden. Fällt dir ein, mit deiner Mutter so zu reden? Jetzt hören Sie mal auf und lassen das arme Kind in Ruhe. Ja, lassen Sie es in Ruhe, sonst rufen wir die Polizei. Keine Angst, dieses Kind ist sowieso gestorben für uns. Oh nein, jetzt bin ich wieder ganz alleine. So, du musst Olivia sein. Ist alles okay? Ja, geht es dir gut? Ich bin nur ein bisschen traurig. Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Mama, Olivia hat sonst niemanden und sie ist wie eine Schwester für uns. Ja, Olivia, weißt du was? Du kannst hier wohnen, wir haben so ein großes Haus. Nur wenn du willst, natürlich. Das wäre so toll. Ja, super, dann ist es ein Deal. Ja, willkommen zu deinem neuen Zuhause, Olivia. Ich hoffe, dir gefällt es hier. Ja, ich hoffe auch. Also kommt, Kinderlein, ihr müsst in den Kindergarten gehen. In den Kindergarten? Oh ja, ich freue mich schon. Ja, komm, lass uns alle gemeinsam gehen. Bis später, Mama und Papa. Oh, ich freue mich schon auf den Kindergarten, aber ich hoffe, ich muss heute nicht mehr putzen wie das letzte Mal.
Puh, was für ein Tag. Das waren komische Eltern. Ja, voll. Ach, ich muss mir die Haare abwaschen gehen. Endlich sind wir da. Heute ist ja so ein schönes Wetter. Sollen wir drinnen spielen oder draußen? Joy, wieso kommst du nicht? Ist alles okay? Ich habe ein bisschen Angst, reinzugehen. Die werden sich sicher lustig machen über meine Haare. Joy, ich bin für dich da. Niemand wird sich lustig über dich machen. Ich werde dich beschützen. Komm, lass uns reingehen. Ich bin froh, dass sie wieder befreundet sind. Ich auch. Oh, die Dusche war ja erfrischend. Zum Glück konnte ich alles abwaschen. Oh nein, ich habe die Jause meiner Kinder vergessen. Die Spaghetti mit Sojasauce. Ich muss es ihnen schnell bringen gehen, sonst haben sie Hunger. Hallo Leute, ich bin's, Olivia, ihr kennt mich ja eh schon. Hallo Leute. Was sollen wir heute spielen? Sollen wir heute mit dem Auto spielen? Ich bin der Feuerwehrmann, okay? Oh, Feuerwehrmann, du hast ihre Glatze vergessen auszulöschen. Ihre Haare sind abgebrannt. Joy, du hast ja voll die Stoppeln. Aber ist ja egal. Also Kinder, heute spielen wir Putzen. Wieso Putzen? Weil Putzen viel Spaß macht. Also, weg mit diesem dreckigen Hamster. Das hat mich nur genervt. Also, Olivia, du wirst heute weiter putzen. Ja, Olivia ist gut im Putzen. Putz die Toilette. Ich werde sicher nicht machen, was sie mir sagen. Ich bin die Lehrerin und du wirst mir gehorchen. Lassen Sie Olivia in Ruhe. Lassen Sie Olivia in Ruhe. Was hast du zu sagen, du Glatzkopf? Leon, schau doch mal. Ja, ich seh's. Boah, die ist echt hässlich. Lass meine Schwester in Ruhe. Sonst knallt es. Habt ihr mich verstanden? Oh, jetzt hab ich Angst. Ich hab euch ja gewarnt. Was machst du mit uns? Wieso schwebe ich? Lass uns runter. Ich hab gesagt, lasst meine Geschwister alleine. Und wenn ihr uns nicht aufhört zu mobben, dann werde ich euch das nächste Mal zum Mond schießen. Habt ihr mich verstanden? Ihr seid gemeine Menschen. Mit euch will ich nicht befreundet sein. Boah, Emilie, das war so cool. Ja, das war echt cool, aber trotzdem, die Glatze wird nicht schöner. Lass mich in Ruhe. Oh, ich weiß nicht mal, wieso ich dich damals so cool gefunden habe. Geh weg. Ist alles okay, Joy? Ja, alles okay. Oh nein, der Glatzkopf fängt gleich an zu weinen. Sag mal, kann ich deine Glatze das nächste Mal als Spiegel verwenden? Sie ist so glänzig und ich habe oft Spinat zwischen den Zähnen stecken. Und wenn nicht, dann können wir dir Klopapier ankleben. Dann können wir so tun, als ob du Haare hättest. Du bist so hässlich. Leon, Menschen wie du sollten sich schämen. Keine Sorge, Joy, ich helfe dir. Träume ich? Joy, du hast deine Haare wieder. Wow. Joy, deine Haare sind zurück. Dankeschön, Olivia. Bitte. Wow, Joy, das schaut so toll aus. Ihr denkt auch, ihr seid was Besseres. Kinderlein, ihr habt eure Jause vergessen. Ist alles okay? Ich habe alles mitgehört. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich habe mir so Sorgen gemacht. Alles gut, Mama. Ich habe sogar meine Haare zurückbekommen. Ja, ich habe sie beschützt. Dankeschön, Olivia. Ich habe gesehen, wie toll du meine Töchter beschützt hast. Ich werde sie für immer beschützen, denn ich liebe sie. Ach, du bist so ein Engel. Aber bitte geht es nach Hause. Okay. Ich muss nämlich noch mit der Lehrerin ein Hühnchen rupfen gehen. Kommen wir nun zu Ihnen. Ich habe nichts gemacht. Ja, sie hat nichts gemacht. Und ich hatte auch keinen Kleber in der Hand gerade. Seid nicht gut im Lügen. Ich habe alles gesehen, was ihr meinen Töchtern angetan habt. Zum Glück ist mein Onkel der Besitzer dieses Kindergartens. Und ich werde mit ihm ein Wörtchen haben und sie werden gefeuert. Weil sowas tut man nicht. Und bei euch zwei Kindern werde ich euch eure Eltern kontaktieren. Aber ich bin unschuldig. Die Kinder haben mich dazu angestiftet. Wirklich. Und jetzt beschuldigen sie noch Kinder. Also wirklich. Was sind sie für ein Mensch? Bitte feuern Sie mich nicht. Nein, leider muss ich es tun. Ich will sie nie wiedersehen. Wiedersehen. Hallo Kinder. Oh, wie ich sehe, habt ihr euch Eis geholt. Lecker. Ja, Mama, wir haben dir auch eines geholt. Oh, ihr seid viel zu süß. Dankeschön, meine Kinder. Oh, und ich habe noch Neuigkeiten. Ab morgen werdet ihr in einen neuen Kindergarten gehen. Einen neuen? Muss ich dann putzen? Nein, musst du nicht. Das war nur ein komischer Kindergarten. Ja, das wird nie wieder passieren. Oh, ich freue mich schon.
schon. Komm, Olivia, probier mal das Eis. Das ist so lecker. Und den Cookie. Boah, der Keks ist noch besser. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin auch so froh, dass du jetzt bei uns wohnst. Die Spaghetti waren auch sehr lecker. Danke nochmal, Mama, dass du uns heute geholfen hast. Ja, danke, Mama. Du bist einfach die Allerbeste. Und danke, dass du Olivia adoptiert hast. Wir haben Olive noch nicht adoptiert, aber vielleicht. Ja, ja, also das überlegen wir uns noch, aber ihr müsst jetzt ins Bett gehen. Yay, okay. Also komm, lass uns schlafen gehen. Ja, und Zähne putzen nicht vergessen. Nein, nein, wir putzen immer die Zähne, Papa. Ja, weißt du eh. Also komm, lass uns gehen. Also, nun ist es wieder Zeit, unsere Superfan zu grüßen. Dankeschön, Tokalia, für deinen lieben Kommentar und Squid Game Fan. Toller Name, danke dir auch. Und Giuseppina, dankeschön. Und Paria Q Channel, ihr seid so lieb. Und danke, Sabri, für deinen lieben Kommentar. Und die Barbara. Und die liebe Emilia, süßer Name. Und Müsi Lolzo, natürlich wirst du auch gegrüßt. Und Elena Schmalz, dankeschön. Und Kam Loin Yao, danke. Und Rachel, dir auch Dankeschön. Oh, Larissa, voll lieb, danke dir auch. Und Victoria, voll lieb dein Kommentar. Und die Tanja wollen wir auch noch grüßen. Oh, wir sollten langsam ins Bett gehen. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen, Leute. Danke, gute Nacht, Cookie. Gute Nacht, Simeri. Gute Nacht, Akin. Und gute Nacht, Levina World. Hallo meine Toasties, ich hoffe euch geht es gut und ich hoffe, dass euch diese neue Episode gefallen hat. Auf jeden Fall, ihr fragt euch sicher, was mit dem bösen Mann passiert ist, der mich entführt hat und dem Koch. Schaut es euch am besten selber an, ich habe denen eine Lektion erteilt. Oh nein, was hat sie uns so angetan? Hilfe, wo sind wir? Sind wir in der Hölle gelandet? Hilfe, wir haben doch gar nichts getan. Boah, mir ist so schwindelig. Wow, ihr seid ja immer noch da. Danke, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Und falls ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht, uns einen Daumen hoch zu geben, ein Subscribe und die Glocke zu aktivieren. Und Dankeschön an die süße Eileen und die süße Emily. Danke, dass ihr uns so liebe Kommentare geschrieben habt. Und man kann uns auch auf TikTok finden unter It's Toka Toast. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.